Herzlich willkommen zur 10. Folge von Let's Play Far Cry 3. Hier ist euer Toni. Ja, wo sind wir stehen geblieben? So, wir haben zuletzt Oliver gerettet und sollen jetzt einfach erstmal die Höhle verlassen. So, jetzt kriegen wir bestimmt ein Telefon nahe zu hören. Okay. Willis, bist du's? Jason, ich habe deinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Hitman, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Bark. So, Mann. Also sein Name ist Buck und er ist hier für einen Fuck. So. Ich sprich mit Buck. Gucken wir uns mal an, wo Buck ist. Buck, Buck, Buck. Buck für einen Fuck. So, Buck ist natürlich in Badtown. Dann gehen wir auch mal dorthin. So. So. Dann gehen wir zum Buck. Buggy, Buggy, Buck. Der für einen Fuck hier ist. Sieht mir lustig. Bug, der für den Fuck gut ist. Noch ein Reimer. So, spielen wir Poker um meinen Bruder, oder? Das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich habe diese Stelle noch nicht gezockt. So, machen wir einfach. Ja, komm her, Bug. Bist du Bug? Ich habe nicht Geburtstag. Dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund. Nee, hey, sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von heute gekauft. Ah, den. Er sagte, er heißt... Ein Brüller. Also gut, dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu. Ich will nur Keith. Jason, Jason, Jason. Wir sind doch nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute, Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt. Und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Finde den für mich. Beschaff mir den. Und du und ich sind quitt. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir, was verloren ist. Den Dolch habe ich schon mal gesehen. Dolch? Ein Dolch? Das ist kein scheiß Dolch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis, klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber was, schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte. Und was bekam er noch? Den Dolch. Nein, nicht den verfickten Dolch. Seine Position. Du willst Kies zurück? Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Verpiss dich! So, neues Missionsziel. Mit Buck haben wir geredet. Intifriede, die Nostalgie. Ja, wie machen wir das? Gehen wir erstmal hier raus. So, kriegen wir jetzt einen Anruf? Oder auf die Map, wo müssen wir hin? Ach, hier. Ich denke mal, dass wir irgendwas herstellen müssen, damit wir schneller, länger tauchen. Wie kommen wir am schnellsten dorthin? Tequila Sunrise und überschwemmen, denke ich mal. So, dann kopieren wir mal noch mal schnell ein. Munition. Ach, haben wir alles. So. Raus. Dann ab ins Auto. Oder ein Quad nehmen wir da. So,
Radio haben wir nicht. Ist ja auch kein Thema. Ziel ist angegeben. Also, ich folge einfach der Straße und mach einfach hier einen Cut und flieg einfach drüber. So. Vorsichtig. Oh. Oh. Okay, jetzt ist unsere Kiste kaputt. Feuer löschen. Oh. So, erstmal heilen. Genau, und stellen mal ein paar Spritzen her, was das für ein Witz. So, wir brauchen. Ich denke mal, Tiefseetaucher. Ich Sprintschub. Tiefseetaucher. So, herstellen. Stinkt hier brauchen wir nicht. Auf die 8. Jawohl. Produzieren wir nochmal. Nochmal. Dann produzieren wir nochmal Medizin, 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 Medizin. Können wir nie genug brauchen und ansonsten haben wir da alles. Gucken wir mal Fähigkeit, haben wir einen Fähigkeitspunkt? Oh, sogar 6. So, dann gucken wir uns mal an. So, weiche Landung, yay, das ist wichtig, möchte ich haben. Ach, kann ich gar nicht. Das ist wichtig. Das ist bestimmt auch wichtig. Bewege dich zu einem Gegner, der über dir auf einer erklimmbaren Kante steht. Drücke F, wenn er zu blöd erscheint, um nach oben zu greifen und ihn zu töten. So, bei diesem Gegner habe ich die fünffache XP. So, abbrechen. Möchte ich mir nicht nochmal angucken. Doppelter Tod von unten. Das war besser. So, dann gucken wir uns mal die anderen Sachen an. Adrenalin, so. Noch mehr Life am besten. Das ist gut. 6 Gesundheitsfelder habe ich gar nicht. Kriege ich bestimmt hier. So. Bogenschütze-Experte. Dschungelläufer. Was ist das? Tierflüsterer. Brauche ich nicht. Beute Takedown. Hey, das hört sich mal gar nicht mal so schlecht aus. So, Messer, wo. Ah, das haben wir noch nicht. Das möchte ich mal sehen. Drücke F, um einen Standard Takedown einzuleiten. Ist ein weiterer Gegner in der Reichweite, erscheint das Symbol. Linke Maustaste über seinem Kopf. Drücke linke Maustaste, um das Messer zu werfen. Ich kriege dann 3-4 XP für das erste und 5 für das erste. Hört sich cool an. So. Das ist wichtig. Gut. So, zurück. Zack. Der Tattoo sieht schon relativ schön aus. So, ich soll es infiltrieren. So, am besten schwimmen wir irgendwie dahin. Haben wir hier kein Boot? Ja, doch hier. So. Das sind natürlich Piraten auf dem Schiff, oder? Nein, nein. Er hat uns gesehen. Das konnte uns natürlich nicht einfallen. Ja, und jetzt. Uiuiui. Oh,
Wie kommen wir denn hier hoch? Gar nicht von dort. Mal schauen, jetzt hoch hier. Keiner da? Filtrieren. Von hinten. Ach, fuck. So, dann stellen wir uns mal ein bisschen schlauer an. Kein Action Jackson hier. Ein da. Infiltrieren. Und dann auch wieder raus da. So. So, ich hoffe, wir begegnen keinem. Hi. Verschwindet, der andere, komm schon. Kein Stein werfen. Endlich. EP. So, nachladen. Ein bisschen Munition und rein da. Ja. Gut, na los, ich muss die Daten finden. Ich stütze mir auf. Haben wir keinen Bogen? Jawohl. Ja, Angriff, komm her. So. Du wirst schreien! Ja! Nicht
geht's weiter hoch. Ah, ist hier noch eine? Ich guck mal erstmal unten ein bisschen rum. Ich hab doch hier alles infiltriert. Ja, hier ist alles. Ach, hier geht's weiter. Jawohl. Dankeschön, Herr Pirat. So. So, weg hier. Bisschen Action. Anders konnte ich den jetzt auch nicht, ehrlich. Erledigen. Zack. Bestimmt finde ich das Versteck des Dolches auf dem Computer. So, hacken wir mal ein bisschen rum. So, genau. Ratzfatz. Na bitte. Da sind wir dran. Der Kompass muss wichtig sein. Vielleicht führt er mich zu dem Dolch. So, alle Informationen einpacken. Schneller, du Scheißding. So. Ich weiß ganz genau. Hacking Alarm. Ist das aus hier. Fuck, das Schiff geht unter. Spring raus! Ja, lass doch los! So, zumachen, drehen, kein Wasser rein. Das wird nicht lange halten. Schnell durch. Schnell durch. Komm hier durch. Ach da. So. Und wieder überall Wasser. So, schnell rein da. Sauerstoffmaske aufgetankt, so und weiter geht's. Da kommen wir nicht durch, dann hier durch, hier weiter und raus da. Nochmal interagieren, kommt nochmal Luft. Oh, schön frische Luft. Ja, okay, ich bin frisch, aber und jetzt Fenster kaputt. Jetzt werden wir hier rausgespült. Schnell raus, raus. Haben wir es geschafft. Hey. Den haben wir doch kennengelernt. Oh,
Jace! Raus aus den Federn. Na komm. Ja, der Wald ist schön dunkel und tief. Aber steh endlich auf! Na los! Na bitte. Hast du meinen Schatz schon? Er war nicht auf dem Boot. Oh! Jace! Keith wird das aber gar nicht freuen. Es ging ihm nicht gut, als ich ihn zuletzt sah. Warum sagst du mir das? Ich weiß nicht. Konversation, mein Lieber, Unterhaltung. War da nicht auch ein Kompass? Exzellent, sehr gut. Die Daten sagen, folge dem Kompass. Oh, danke für die Hilfe. Jederzeit. Nun, den Rest kriegst du sicher allein hin. Keith braucht mich. Okay? Adios. Sieht auf jeden Fall cool aus. So, Erfolg. Ein Stück Vergangenheit. Das bringt uns immer noch nicht weiter. Naja. Auf jeden Fall danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch ein, wenn es heißt Let's Play Far Cry 3, die 11. Folge. Bleibt dran. Amazing Syncrate ist am Kommen. Oh, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt erhalten. Naja. Ich freue mich, wenn ihr euch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das war's von mir. Das war's von Toni und Let's Play Far Cry 3 in der 10. Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bye, bis zum nächsten Mal.